Einen wunderschönen guten Abend. Sie haben ein Problem. Sie sind Querdenkerin. Sie sind Klimaleugner. Sie hingegen sind ein Schlafschaf und Sie wollen sogar eine Ökodiktatur errichten. Und auch wenn ich jetzt möglicherweise auf die falschen Personen gezeigt habe, ist es umgekehrt sehr wahrscheinlich, dass sich hier in diesem Raum Menschen befinden, gegenüber denen andere genau diese Vorurteile haben. Und Soziologen sagen auch, wir haben einen Spalt in unserer Gesellschaft zunehmend, also wir haben ein Problem. Und ich werde am Ende des Slams nochmal darauf zurückkommen, was das mit meinem eigenen Thema zu tun hat. Aber um überzuleiten, auch Veganer haben ein Problem. Und was wir hier sehen, das ist ausschnittsweise von einer Studie in den USA. Da wurden Vorurteile gegenüber Randgruppen untersucht und da sieht man, dass es mehr Vorurteile gegenüber VeganerInnen gibt als gegenüber VegetarierInnen, Homosexuellen, Immigranten, Asexuellen, Atheisten und Schwarzen. Und die einzige Randgruppe, gegenüber der es noch mehr Vorurteile gibt als gegenüber VeganerInnen, das sind Drogenabhängige. Gut. Das sind Vorurteile wie VeganerInnen sind Spaßbremsen, die halten sich für was Besseres, die wollen Werte aufzwingen und die Lösung als VeganerInnen ist, man kann ja eigentlich einfach die Klappe halten, oder? Und das war auch jahrelang gewissermaßen mein Ansatz, ist insofern auch ein sehr persönliches Thema, denn ich wollte auf keinen Fall irgendwie anecken und so geht es auch ganz vielen anderen vegan lebenden Menschen, man hält lieber einfach mal ein bisschen die Klappe. Und irgendwann fing es aber dann doch an, mich nach ein paar Jahren zu wurmen, weil ich mir gedacht habe, wie kann das eigentlich sein? Ausgerechnet ein Thema, wo ich mich wirklich sehr gut auskenne, wo mir auch schon andere Leute gesagt haben, dass ich da doch die eine oder andere gute Idee vielleicht habe. Ausgerechnet da fällt es mir schwer, offen drüber zu reden. Und da habe ich mir gedacht, das möchte ich ändern, habe angefangen zu forschen und das Ergebnis war ein E-Book, Kommunikationsstrategien für Veganerinnen. Und das haben natürlich schon andere vor mir sich gefragt, wie das geht und da habe ich geforscht und die beiden Pole möchte ich Ihnen mal vorstellen. Es gibt beispielsweise auf der linken Seite den aktivistischen Ansatz. Da stehen Menschen mit einer Maske in der Fußgängerzone, halten ein Video hoch von irgendwelchen Schlachtungen, von Vergasungen von Schweinen, von abartigen Zuständen der Milchindustrie oder sowas. Dann kommen Passantinnen, gucken sich das an und wenn die dann äußern und sagen, oh, das gefällt mir nicht so gut, was ich da sehe, dann wird die Aufforderung gestellt, go vegan, dann werden sie halt vegan, weil ansonsten unterstützen sie Dinge, die sie eigentlich gar nicht so schön finden. Es gibt aber auch den pragmatischen Ansatz. Das hier ist Melanie Joy, eine amerikanische Psychologin und die sagt, es wäre vielleicht erstmal klüger, Menschen irgendwie näher zu bringen, kleine Schritte zu gehen, vielleicht einfach mal 2 Tage die Woche vegan zu leben. Und diese Flexis nennt sie dann Vegan Allies, also sprich Alliierte der veganen Bewegung. Und dann würde ich einfach mal gerne das Publikum fragen, was Sie denn da vermuten, welcher dieser beiden Ansätze besser funktioniert. Ich bitte mal um Handzeichen. Wer glaubt, dass der aktivistische Ansatz besser funktioniert, um Menschen zu motivieren, veganer zu leben? Bitte mal kurz die Hand hoch. Ah, okay, ein paar Aktivisten von morgen. Dann kurz die Gegenprobe. Wer glaubt, dass der pragmatische Ansatz eher besser funktioniert? Oh ja, okay, alles klar, wir haben ein sehr pragmatisches Publikum heute hier Abend. Meine Forschung, um das mal möglichst kurz auf den Punkt zu bringen, sagt, Sie haben alle recht, denn es kommt darauf an. Kürzer geht's nicht. Denn es gibt sehr wohl Fälle, das ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass der Aktivismus in einem bestimmten Kontext durchaus auch Menschen motivieren kann. Von den Patienten, die sich diese Videos anschauen und im Gespräch sind, ist wirklich ein 2-stelliger Prozentsatz anschließend bereit zu sagen, okay, ich probiere es jetzt einfach mal vegan, das hat mich so sehr geschockt. Trotzdem hat hier die Mehrheit in der Mehrheit der Fälle recht, denn im normalen Leben, in der Kantine oder beim Vorstellungsgespräch, sollte man vielleicht auch lieber etwas diplomatischer sein und den pragmatischen Ansatz wählen. So, dieser Grundgedanke, es kommt darauf an, den habe ich natürlich ein bisschen präziser ausgedrückt und verfolgt, worauf es ankommt. Und zwar ausgedrückt in meinem erweiterten Ampelmodell und Kriterien herausgearbeitet, worauf es ankommt, wie offen man reden kann. Beispielsweise natürlich ist die Frage überhaupt sozial, wie sozial kompatibel ist gerade die Situation, ist es ein 1:1 Gespräch, zeigt die andere Seite überhaupt Interesse an dem Thema und wenn das alles so ist, dann kann man sagen, die Ampel ist sozusagen auf grün. Wenn hingegen alle diese Kriterien nicht gegeben sind, ist die Ampel eher auf rot und dann kann man natürlich auch noch irgendwelche Zwischenstufen sich überlegen. Und jedoch
Ampelphase gibt es sozusagen andere Kommunikationsstrategien, die sich anbieten. Und je nach Kommunikationsstrategie wiederum gibt es andere Einzelheiten, die man dort beachten kann. Das müssen Sie jetzt aber nicht alles lesen und lernen. Ich mache mal zwei exemplarische Beispiele. Zum Beispiel, wenn die Ampel knallrot ist, dann sollte man erstmal lieber emotionale Brücken bauen. Denn viele Fakten zu bringen, wird oft als Belehrung empfunden und viel besser ist es, wenn man dann einfach mal Selbstkritik einbringt und sagt, ja, veganes Leben ist auch nicht so ganz perfekt, gemeinsame Ziele zu finden oder die Person einfach mal einzuladen. Umgekehrt, wenn man die Ampel als grün empfindet, dann kann man auch mal konstruktive Kritik einbringen, beispielsweise neuere biologische, neurologische Erkenntnisse einbringen, dass die Gefühle von Tieren und die Gefühle von Kindern sehr viele gemeinsame, ich würde fast behaupten, biologische Marker aufweisen. Und dass natürlich niemand den Gewalt ohne Notwendigkeit antun will oder antun lassen möchte. Was mich jetzt zu der Frage bringt, wie veganisiere ich jetzt mit dieser Erkenntnis dieses Publikum? Nun, wenn ich einen kleinen Blick werfe hier auf die Kriterien, die ich herausgefunden habe, dann muss ich erstmal sagen, wie sozial kompatibel das hier ist. Keine Ahnung, ich kenne sie ja überhaupt nicht. Es ist offenkundig kein 1:1 Gespräch hier. Und ob sie das Thema Veganismus interessiert, kann ich leider auch nicht feststellen. Das heißt, die Ampel ist wahrscheinlich eher gerade irgendwo zwischen Rot und Gelb. Das heißt, es ist wohl nicht so wahrscheinlich, dass hier jetzt nachher 100 VeganerInnen den Saal verlassen werden. Und wahrscheinlich sollte man doch eher darüber nachdenken, wie man sie vielleicht ein bisschen inspirieren könnte stattdessen. Und eine Gemeinsamkeit, die wir vielleicht haben, ist, wir wollen doch alle unser Essen genießen. Und wenn Sie sich fragen, wie soll das vegan überhaupt gehen, dann schauen Sie vielleicht mal auf die Weltkarte. Da gibt es viele Tipps, beispielsweise in Indien gibt es Dal, es gibt in Südamerika coole Chili-Variationen, jede Menge orientalische Gewürze und in Deutschland gibt es Bier. Und abgesehen davon, dass das jetzt so die Theorie ist, dachte ich, ein bisschen Praxis möchte ich auch haben. Deswegen habe ich im Vorfeld dieses Science Slams manchen auf die Stühle hier so kleine vegane Süßigkeiten gelegt. Und wenn Ihnen die geschmeckt haben, vielleicht ist es ja doch so, dass ein paar von Ihnen dann denken, ja, warum denn nicht ab und zu öfter mal eine vegane Süßigkeit kaufen? Und ich hoffe, dass Sie sich dann eher inspiriert fühlen als missioniert. Und kommen wir zurück zur Frage, was hat das eigentlich mit dem Anfang dieses Science Slams zu tun? Nun, die meisten von Ihnen brauchen wahrscheinlich keine Kommunikationsstrategien für VeganerInnen, aber sehr wohl brauchen wir alle Kommunikationsstrategien für Wandel ohne Spaltung. Vor allem im Klimawandel, der jetzt kommen wird, werden wir das brauchen. Und zuletzt in der Corona-Zeit war das vielleicht auch nicht so wahnsinnig erfolgreich. Ich denke, wir alle miteinander haben da nicht geglänzt. Ich kann mich da definitiv mit einschließen. In der Corona-Zeit hatten wir alle in Sachen Kommunikation durchaus noch ein bisschen Luft nach oben, egal ob geimpft oder ungeimpft. Und wenn man sich jetzt vorstellt, jetzt haben Sie sich vielleicht verstritten mit jemandem in der Corona-Zeit, dann ist wahrscheinlich gerade kommunikativ die Ampel knallrot. Und dann sollte man wirklich erstmal einfach Brücken bauen, denn viele Fakten werden dann einfach nur als Belehrung empfunden. Üben Sie lieber Selbstkritik, dass Sie vielleicht die eine oder andere Maßnahme falsch eingeschätzt haben. Das haben wir alle. Wir haben alle Risiken irgendwo hier oder da falsch eingeschätzt. Finden Sie gemeinsame Ziele, was Sie machen wollen. Und vor allem der letzte wichtigste Punkt, laden Sie die Person doch einfach mal ein. Der möchte ich noch zum Abschluss einen klitzekleinen Vierzeiler widmen. Bringt dich jemand mit Geschwurbel zum Weinen. Sei nett zu ihm, lad ihn zu dir ein. Die besten Fakten kannst du alle vergessen. Aber was immer gut geht, das ist gutes Essen. Danke fürs Zuhören. Sima Bolik, dein Applaus.